Willkommen zurück zu Hearthstone und da jetzt sämtliche Karten der Erweiterung Goblins vs. Gnomes announced worden, listen wir die jetzt hier auf und gehen auf die Karten ein. Heute beziehen wir auf die klassenspezifischen Karten und nächste Woche geht es dann zu den allgemeinen Karten. Fangen wir mit dem Druiden an. Als Common und Selten haben wir Druid of Fang, also der Druide der Fänge. Hat den Kampfschrei, wenn man ein Ungeheuer auf dem Feld hat, wird er zu einem 7-7er. Wildtier heißen sie im Deutschen. Karte ist natürlich schwierig zu spielen, weil ich meine, an sich, wenn man es so sieht, natürlich ist ein 5-Mana 7-7er absolut genial. Aber im Gegensatz zum Hunter hat der Druide jetzt nicht übermäßig viele Wildtiere. Genau, das ist nämlich das Problem. Das Schöne an ihm ist, jetzt muss ich gerade mal kurz raushauen, dadurch, dass er in einen 7-7er verwandelt wird, ist das kein Effekt, den man silenzen kann, weil es kein Buff ist. Wenn der erstmal also ein 7-7er ist, dann bleibt er das auch. Aber ja, trotzdem. Also ich finde, das ist eher eine Karte für spätere Generationen, weil, wie ihr schon richtig gesagt habt, gibt es nicht so viele Wildtiere für den Druiden. Klar, es gibt ein paar neutrale, werden auch noch ein paar neue rauskommen. Aber ich glaube, vor allen Dingen in zukünftigen Sets werden vielleicht mehr Druidenkarten rauskommen, die Wildtiere sind, und dann könnte die Karte ziemlich gut werden. Jetzt sind es vielleicht einfach zu wenig. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass die Karte in der Arena ziemlich schwach wird. Constructed könnte die ein bisschen Play erfahren, aber ich rechne da auch nicht mit. Ja, in der Arena ist es noch. Ja, und in der Arena ist es noch unwahrscheinlicher, dass du eins kriegst. Nächste Karte ist Anodized RoboCup. Ich habe keine Ahnung, was Anodized auf Deutsch heißt. Fakt ist jedenfalls, es ist ein Spotter, der, wenn er geholt wird, entweder plus ein Attack oder plus ein HP bekommt. Also ja, normalerweise ein 3-2er oder ein 2-3er. Also ich finde, das ist eine super Karte für die Arena, wenn man sich einfach aussuchen kann, was er ist. Und außerdem gibt es noch überhaupt keinen vergleichbaren Spotter, der 2 Mana 2-3 kostet. Da gibt es den Taurenkrieger, der kostet 1 Mana mehr, hat eine Slight Upside, ist aber das Mana einfach nicht wert und ist deswegen eine schlechte Karte. Gut, der Spot in der Arena ist, wie wir alle wissen, total egal, weil es um Board Control geht. Er hat streng genommen jede Kreatur Spot. Ich denke mal, fürs Constructed, da werden ein paar Leute mit rumprobieren. Es ist halt ein Mech, das ist eine Upside. Aber ich glaube nicht, dass sie im Constructed so viel Play erfahren wird, aber in der Arena wird das ein solider Pick sein. Ja. Also ich sag mal, er geht minimal über Blut zum Fraptor, weil er A ein Mech und weil er A ein Mech ist und B plus ein Attack hat, wobei man auch da noch schauen wird, was ist in der Arena nachher dann besser, Beast oder Mech. Aber ich glaube, der Mech ist besser als das Beast im Allgemeinen, außer natürlich bei Huntern. Ja, vor allem, wenn es halt mal mit anderen vergleichbaren 2-Mana-Karten vergleicht, hat er halt diesen riesen Vorteil, dass man sich entscheiden kann, ob es ein 2-3 oder ein 3-2er ist, was beim Blutsumfraktor zum Beispiel nicht gegeben ist, und manchmal ist der 3-2er halt besser. Nächste Karte, Recyceln, der einen gegnerischen Diener zurück ins gegnerische Deck mischt, für 6 Mana. Der Schurke vernichtet einen für 5 Mana. Ja, und deswegen ist das so schwierig. Ist das wert? Weil der Vorteil ist ja, dass dabei Deathrattle nicht getriggert wird. Nachteil, der Diener kann nochmal kommen. Irgendwann später. Und gerade ist halt ein mächtiger Kampfschrei, ist, will man den nicht unbedingt nochmal haben. Ja, aber das Interessante ist einfach, dass die wenigsten Spiele wirklich bis in den Fatigue gehen und deswegen die Chance relativ. Also ich will jetzt nicht sagen, die Chance ist gering, dass man die Karte nochmal kriegt, aber es geht ja darum, dass es erstens der Druide ist, der diese Karte kriegt, was bedeutet, in Anführungszeichen, ist das die erste Hard-Removal-Karte vom Druiden, die man wirklich spielen würde. Ich lege jetzt Kreislauf der Natur raus, weil die Karte Kacke viel ist. Zu schlecht ist. Ja, wie gesagt, Deathrattle wird nicht getriggert. Warum nicht? Ich denke, wenn die Karte 5 Mana kosten würde, wäre das eine klare Entscheidung für die Karte. Aber 6 bin Mana mir halt. Nicht sicher. Ja, 6 Mana ist halt so eine Sache. In der Arena wird die Karte. Ich glaube, die Karte würde ich auch als mittelmäßig bis gut einschätzen. Ja, das würde ich, glaube ich, sagen. Ja, und was ich die, ob ich die dann picke, da sage ich dann wirklich, it depends.
je nachdem, was ich bis jetzt alles an Removal habe. Punkt ist, ja, also, es ist halt wirklich, wie bereits gesagt, der einzige Hard Removal des Druiden. Aber was auch noch im Constructed dazu kommt, ist es, dass es ziemlich viele, also der Druide ist normalerweise ein Control Deck und mit einem Control Deck kommen ziemlich viele Karten rein, die 6 Mana kosten, weil einfach die besten Legendaries 6 Mana kosten. Zumindest die meisten von den besten Legendaries und das ist wieder eine 6-Mana-Karte, was ich ziemlich. Ja, wenn noch eine 6-Mana-Karte in so ein Deck kommt, dann muss es die schon ziemlich in sich haben. Ja, ich meine, vergleiche sowas mal mit Sylvanas. Das ist ein Witz. Ja. Klar, 5 Mana und die wäre sofort drin, aber 6. So, Mech Bear Cat, also Mecha Bär Katze, die mich irgendwie an den Schweinbärmann erinnert, wer das kennt, hat die Fähigkeit, dass immer, wenn ein Diener, beziehungsweise wenn dieser Diener Schaden bekommt, man ein Spare Part, was wahrscheinlich so eine Art Ersatzteil ist, in die Hand bekommt. Oder ein Schrottteil. Es ist ein Ersatzteil. Ersatzteil, okay. Okay, was die Ersatzteile sind, das sind verschiedene Karten, die einen Mana kosten. Die blenden wir hier mal ein. Es gibt da verschiedene. Es ist noch nicht bekannt, ob man sich das aussuchen kann, welches Ersatzteil man kriegt, aber ich glaube nicht, dass man sich das aussuchen kann. Das wäre, glaube ich, zu OP. Anders als bei allen Karten, bei denen es random kommt, wird das random extra betont. Ja. Trotzdem. Also ich glaube es auch nicht, aber mich wundert halt, dass hier nicht random steht. Ja, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass. Also es gibt mehrere Karten, die sagen Add a Spare Part. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das zufällig sein wird. Aber egal, viel zu sagen. Mal abgesehen davon, wie gut ist denn die Karte? 6 Mana 7, 6 sind jetzt Stats, wo ich sage, die sind okay, gut. Nicht jetzt sowas, wo ich sagen würde, da mache ich vor Freude einen Überschlag. Und das Problem ist jetzt halt wieder, ist wieder eine 6 Mana Karte. Haben wir schon vorher gesagt, was die Sache mit Druiden und 6 Mana Karten ist. Ich glaube, im Constructed würde man die nicht spielen, Fragezeichen. In der Arena würde ich sie, denke ich, picken. Ja, der Arena ist eine ziemlich gute Karte. Das würde ich auch sagen. Das Problem in Constructed ist nicht nur, dass die Karte 6 Mana kostet. Das Problem ist nämlich auch, dass sie genau 7 Angriff hat und deswegen in Big Game Hunter Rage ist, der wahrscheinlich wieder häufiger gespielt werden wird. Ah klar, 6 Mana, 6, 7 wäre eine Sache. Das stimmt. Aber der Großwildjäger macht mit 7 dann kurz einen Prozess. Ja. Das ist ja genau das Problem. Und ich glaube sowieso, dass in der kommenden Meta der Big Game Hunter wieder ein gern gesehener Gast wird. Aber in der Arena würde ich die Karte über den Ogre picken, auch wenn es logisch ist, dass die Karten nicht compared werden können, weil die eine halt selten ist und die andere ist common. Das heißt, die können gar nicht beide in einer Auswahl sein, aber ich würde sie trotzdem über den Ogre picken, einfach wegen dieser kleinen Upside von dem Spare Part. Auch wenn die Stats vom Roger vielleicht besser sind. Aber nur ein bisschen. Weil der Big Game Hunter ist halt in der Arena. Den trifft man nicht konstant genug. Und ich glaube, über einen Sunwalker würde ich es auch drüber picken. Ja, würde ich glaube ich auch. Ja. Und wenn man sich die Ersatzteile wählen könnte, dann sowieso auf jeden Fall. Ja. Nächste Karte, der Groove Tender. Ich versuche gar nicht jetzt das zu übersetzen. Keine Ahnung. Jedenfalls eine Zentaurendame mit einem riesigen Speer. Die entweder jedem Spieler einen Mana-Kristall gibt oder jeder Spieler eine Karte ziehen darf. 3 Mana, 2, 4. Ich muss sagen, ich finde das nicht gut, weil die Stats sind okay. Also nicht okay, die sind gut, aber das ist ein Mirror-Effekt, weil das beide Spieler kriegen. Beide Spieler kriegen den gleichen Effekt und das ist normalerweise nicht gut. Weil mal angenommen, man nimmt das Karte ziehen. Man spielt eine Karte und kriegt dafür eine. 1 für 1. Der Gegner kriegt kostenlos eine. Völlig egal, wie man es dreht. Der Gegner steht besser da. Ja, das muss man nicht. Das kann man nicht ganz so sagen, weil die Karte ist ja immerhin schon auf dem Feld. Das heißt, okay, du hast schon und sie hat ziemlich gute Stats. Gut. Das spricht wiederum für die Karte. Also ich muss sagen, die Karte kann ziemlich gut sein, auch wenn sie ziemlich schlecht aussieht. Denn Mirror-Effekte sind normalerweise, wie man schon beim Coldlight Oracle sieht, eigentlich darauf ausgelegt, dass man ein Tempo-basiertes Deck hat. Das bedeutet, vielleicht sehen wir einen Agro-Druiden mit dieser Karte. Möglich ist es. Vielleicht kommt der Mill-Druide ins Spiel. Also Deckzerstörungs-Druide. Glaube ich eigentlich nicht dran. Ich finde die Karte in der Arena absolut
schlecht. Also ich würde sie nicht als wirklich terrible einschätzen, aber ich würde sie als below average, glaube ich, schon einstufen, weil die Karte das ist keine Karte, die du spielen möchtest, in Runde 3 dem Gegner einen Mana-Kristall zu geben. Vor allen Dingen, weil er seinen freien Mana-Kristall normalerweise, wenn du in Runde 3 spielst, früher nutzen kannst als du deinen, weil du nur noch einen übrig hättest. Ja. Also das ist. Beim besten Willen Nee. keine Arena-Karte. Constructed, Nein. wie gesagt, Tempo-Druide, eventuell. Wenn es das geben wird. Man hat es ja gesehen, Codelight Oracle zum Beispiel wurde ja im Freeze-Match gespielt, weil dem Freeze-Match ist es wurscht, wie viele Karten oder was für ein Board der Gegner hat, Ja, aber das ist ein weil es ihn schlechtes immer nicht Beispiel für interessiert. Tempo-Deck. Ja, natürlich. Aber das war das einzige Deck, wo in das Codelight Oracle gespielt wurde. Es wurde ja Nee, in keinem Tempo-Deck. das wurde auch im Schurkendeck gespielt, im Tempo-Schurkendeck und manchmal sogar in einem Miracle-Rogue-Deck, aber eher selten. Und zumindest heutzutage hat man damit aufgehört. Normalerweise schon. Nächste Karte ist Dark Whispers, also Dunkles Flüstern. Nicht mit Last Whisper verwechseln, das ist das falsche Spiel. Der entweder 5 Wisps beschwört. Wisp Geister? Irrwische. Ach genau, die waren das. Oder plus 5 und Spott gibt. Ja, wieder so eine Sache. Wären Ich halt persönlich. 5 Einser für 6 Mana. Also zusammengerechnet hat man ja so oder so 5-5 für 6 Mana, was erstmal nicht worth ist. Ganz klar. Wenn man es mal mit Segen der Könige vergleicht. Jetzt ist nur die Frage, dadurch, dass es auf 5-1-1er aufgeteilt wird, kann es dadurch unter Umständen worth werden? Klar, man kann es dann mit Power of the Wild oder sowas kombinieren. Oder Szenarios, noch besser. Frage ist immer Ja. noch, ist das worth? Und es ist Szenarios halt mal wären, wieder eine 6er-Mana-Karte. ja, genau, das ist, glaube ich, so eins der größten Probleme, einfach, dass die Karte nicht kosteneffizient ist. Ich meine, klar, die kann man kombinieren mit Szenarios, was erst in der nächsten Runde möglich wäre. Oder mit Power of the Wild, das könnte man sogar zweimal machen. Aber ich glaube, das ist einfach dieser Traum im Kopf, der niemals wirklich wahr werden wird, vielleicht in Also einem von 15 Duellen. ich glaube, Constructed würde man es nicht spielen und in der Arena, wo man ja nicht für Synergien gehen darf, Erst wird das recht auch nicht. nichts werden. Abgesehen davon, dass die Karte episch ist, das heißt, die wird man sowieso alle 20 Arenen mal ziehen. Oder alle 30. Nächste Karte ist der Baum des Lebens, der bei allen Charakteren alles Leben wiederherstellt. Also auch bei allen Helden. Ich stelle mir gerade Ja. diesen riesen Mittelfinger vor, wie man noch ein HP hat, Gegner 30. Fick dich! Ja gut, simpler Effekt, hohe Mana-Kosten, Und uneffizient. offensichtlich, ja, genau, offensichtlich ist das eine der schlechtesten epischen Karten, die du in der Arena spielen kannst oder ziehen kannst, weil das interessiert keinen, wie viel Leben du hast. Wenn du diese Karte spielen musst, um dich wieder voll zu heilen und damit wieder einen Zug parst, nur weil dein Gegner ein volles Feld hat, dann hast du halt zwei Züge später verloren. Das interessiert dann auch keinen. Außerdem heilst du damit auch den gegnerischen Minions und den Gegner, was den Sieg nochmal in Ferne rücken sollte. Ich denke mal, die Karte könnte unter Umständen gut sein in einer Agro-Meta, wo es wirklich darauf ankommt, mit dem Druiden so lange wie möglich zu stallen, um dann sein Board aufzubauen und dann irgendwann Tree of Life zu spielen, damit alle wieder zurück auf Anfang sind. Aber ich denke sogar dafür ist die Karte einfach, die kostet einfach zu viel. Vor allen Dingen kann man ja wirklich keine Karte mehr danach spielen. Also ob die Karte jetzt 9 oder 10 Mana kostet, ist in dem Fall wahrscheinlich egal. Und das Doofe ist ja auch, die richtigen Agro-Decks, also man kennt ja den Hunter. Welcher Hunter braucht denn bitte bis Zug 9, um dich kaputt zu machen? Das ist das nächste Problem. Ja, selbst wenn du irgendwie bis Runde 9 kommen willst, dann spielst du halt diese Karte, bist halt wieder zu voll, aber hast da den Zug quasi ausgesetzt und nichts anderes gespielt. Ja, da sollte der Irrtum des Tempoverlust. Krieges dann schon liegen. Ja. Und das ist Dream. Das passiert nicht gegen den Druiden, dass das Irrtum des Krieges 2 Züge lang liegt. Oder Ironbark Protector oder was auch immer. Außerdem erinnert mich das irgendwie an den alten Maokai vom Design her. Ja, mich auch. Irgendwie schon. Und zuletzt die neue Leggy. Malorn. Eigenname schätze ich mal, hat das Todesröcheln, dass er wieder im Deck landet. So, mal wieder erstmal Todesröcheln außer Acht gelassen. Was sagen denn die Stats? 7 Mana, 9, 7. Geil. Einfach geil. Und halt, ohne Silence wirst du den nicht so einfach los. Muss natürlich auch dazu sagen,
Es ist schwer, diese Karte mit irgendwas anderem zu vergleichen. Etwas Vergleichbares gab es noch nie. Dass etwas stirbt und dabei nicht kaputt ist. In Hearthstone war Hearthstone war es bisher so, was tot ist, ist tot. Ende. Und das Ding kommt einfach immer wieder. Jetzt frage ich mich, wenn man... Das frage ich mich, wenn man es damit kombinieren würde. Ich weiß nicht genau, ob das geht, weil ich gerade vergessen habe, welche Karte das war. Es gibt doch eine Karte, verleiht einem die Todesröchel und ruft ihn neu herbei. Ja, das ist vom Schamanen. Achso, okay, dann vergiss es. Ja, ich finde die Karte auch richtig super, vor allen Dingen erstmal von den Stats. Ich habe mir erst die Stats angeschaut und habe mir gedacht, irgendwie, die Karte hat zu gute Stats. Da der Effekt kann jetzt nicht allzu toll sein. Der Effekt scheint wirklich ziemlich gut zu sein. Und einmal Big Game Hunter bringt auch nichts. Irgendwann kommt die Karte schon wieder. Außerdem kostet sie 7 Mana und 7 Mana ist normalerweise in jedem Deck, in jedem Control-Deck so ein Mana-Slot, der nicht wirklich gefüllt ist. Gut, jetzt ist halt der Zufall Druide. Druiden haben tatsächlich ein paar 7 Mana-Karten, Ancient of Lore, Ancient of War, ne? Aber ich denke mal, auch da wird sie zumindest in Ancient of War verdrängen können, auf Dauer, weil die Karte einfach zu gut ist. Selbst wenn sie gesilenced wird, hat sie gute Stats. Ja, und ich meine, the dream ist natürlich, dass man diese Karte draußen hat und dann geht's bis in den Fatigue und die Karte kommt, kann einfach jede Runde wiederkommen. Theoretisch. Also, in der Theorie. Es ist natürlich, muss natürlich so nicht kommen, aber es ist natürlich Dream. Und es ist ein Wildtier, nicht zu vergessen. Richtig. Kommt noch dazu. Kommen wir zur Ankurzklasse schlechthin. Der Hunter. Ja, Quatsch. Ankurzklasse ist Mage, der Hunter ist die Klasse. Wobei man sich drüber streiten kann, was von beidem ist. Was ist Fakt ist, die erste neue Karte ist gleich mal eine Waffe. Die Glaive Zuka, die ich beim besten Willen nicht übersetzen kann, hat einmal 2 Mana für 2 Attack, 2 Haltbarkeit und den Kampfschrei, dass es einem zufälligen verbündeten Minion einen Attack gibt. Ja, von den Mana-Kosten ist das okay. Es ist eine schlechtere Fiery War X. Ich meine, die Fiery War X ist super. Man nimmt einen Angriff weg und die Karte ist okay, würde ich sagen. Die Karte hat noch einen Battlecry, einem random Minion einen Angriff zu geben. Hm. Die Frage ist, wie wichtig ist sowas? Ich meine, man gibt diesen Angriff, den man quasi von der Fiery War X abgezogen hat, einen Minion. Ist das gut oder ist das schlecht? Im Krieger wäre es schlecht, aber beim Hunter? Ich denke mal, es erlaubt wirklich dem Hunter interessantere Trades zu machen als dem Warrior, weil einfach dieser Angriff auch über Zeit, über diese 2 Runden, wirklich noch bestehen kann, muss nicht. Ich glaube trotzdem, dass unterm Strich die Karte schlechter sein wird als die Fiery War X vom Krieger. Vielleicht erfährt sich ein bisschen Play. Ich weiß es nicht. In der Arena ist die Karte sicherlich okay. Ja, weil Eagle Hornbow kriegt man ja alle 100 Jahre mal, weil die Karte halt rare ist. Also ich denke mal, das ist durchaus eine Karte, die man nehmen kann, weil ich meine, letztendlich ist es immer noch 2 Mana Deal 4 Damage, was vollkommen in Ordnung ist. Also, ich würde mal behaupten, in der Arena auf jeden Fall gut, ob sie im Constructed gespielt wird. Mal sehen. Nächste Karte ist der Cobra-Schuss, der sowohl einem feindlichen Minion als auch dem Helden 3 Schaden zufügt. Also 6 Schaden für 5 Mana, wenn man so will. Ja, willkommen zu einer der schlechtesten Karten aus dem Set. Das ist mit... Also das könnte sogar die allerschlechteste sein. Da ist noch dieses eine Totem vom Schamanen, aber ich glaube, Cobra Shot ist tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Ich meine, so, erstmal schauen wir uns das an. 3 Schaden. Ja. Also ich meine, 3 Schaden für 5 Mana. Ich meine, was ist denn das? 3 Schaden macht der Mage mit 2 Mana, Frostbolt. Man hat 3 Mana mehr bezahlt und kann damit 3 Schaden dem Gegner zufügen, dem gegnerischen Helden. Da kann man sogar keine Geschosse spielen. Das sind 3 Schaden, die 1 Mana kosten. Ja, genau. Das ist einfach... Ich meine, wenn diese Karte 2 Mana weniger kosten würde, selbst dann wäre die Karte nicht unangefochten. Sie kostet einfach 5 Mana für 3 Schaden. Effektiv sind es zwar 6, aber wir wissen, wie irrelevant dieser Schaden zum Face ist. Zumindest, wenn diese Karte wird ja eine Controller-Hunter-Karte sein, weil diese ersten 3 Schaden wirklich nur auf ein Minion gehen können. Und ich meine, man sieht sich mal Folgendes an. Ich behaupte, dass von der Schadensverteilung her wäre es noch besser, wenn die Karte einfach nur 5 Mana Deal 6 Damage wäre. Das wäre noch besser. Glaube ich. So. Ja, dann schlechterer Feuerball. Genau. Und dann vergleiche man das mal mit Starfire. 5 Mana, 6 Mana,
6 Mana deal 5 Damage, aber du darfst nur eine Karte ziehen. Und die Karte spielt man. Also, oder eben, vergleich es mit Feuerball. 1 Mana weniger und die 6 Damage gehen aufs gleiche Ziel. Das ist lächerlich, diese Karte. Und wenn man mal doch den For-the-Face-Schaden braucht, sind es halt 6 For-the-Face, was schon mal ein Finisher sein kann, im Gegensatz zu 3 For-the-Face. Abgesehen davon, dass der Hunter sowieso noch nie ein Problem hatte, gefühlte 4 bis 5 Kill-Commands in seinem Deck zu haben. Von der Heldenfähigkeit mal abgesehen. Sag ich ja, gefühlte 4 bis 5. Nächste Karte, Call Pet, die ich nenn's mal aus sprachästhetischen Gründen nicht übersetzen werde. 2 Mana, zieh eine Karte, wenn's ein Wildtier ist, kostet es 4 Mana weniger. Ja. So. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Beasts spielt man denn in einem Hunter-Deck, die überhaupt 4 Mana aufwärts kosten? Netzweber natürlich nicht mitgerechnet. Sag ich ja, 4 Mana aufwärts. Na, ich meine, was durch den Netzweber kommt. Achso, ja, das zählt ja nicht. Sag ich ja. Und das wäre Savannah Highmane und vielleicht diese neue Beast-Karte, die, zu der wir gleich noch kommen. Und das war's. Ja, ich würd jetzt, also du hast das jetzt sehr negativ beschrieben. Ich glaube, ich finde die Karte nicht so negativ. Also ich vergleiche die mit Wildwuchs in Runde 10. Die Karte kann man dann ja quasi opfern, um eine Karte zu ziehen. Das ist etwas, was der Druide normalerweise nicht machen möchte, weil es kostenineffizient ist. Aber Call Pet hat natürlich noch den Vorteil, dass es, wenn es ein Beast ist, dass es 4 Mana weniger kostet. Und selbst wenn es ein Beast ist, das nur 2 Mana kostet oder so, kostet es ja trotzdem 0. Ich glaube, die Karte ist effizienter, als man denkt, vor allen Dingen in einem Control-Hunter-Deck. Und man muss ja auch sehen, in der Zukunft wird zum Beispiel Flare genervt. Die Karte mit einem Mana, ziehe eine Karte. Den anderen Effekt lasse ich jetzt einfach mal weg. Die wird ja jetzt auf 2 Mana erhoben. Was, glaube ich, dazu führen wird, dass die Karte nicht mehr gespielt wird und stattdessen vielleicht Call Pet gespielt wird. Genau, und wenn man es mit... Reden wir mal vom neuen Flare. Vergleichen wir mal die Effekte. Beide haben dann Draw a Card. Beide kosten 2 Mana. So, was macht Flair? Alle Diener verlieren Verstohlenheit, was gar niemals nie nicht interessiert. Und das zweite zerstört gegnerische Geheimnisse, was eigentlich nur in einem Mirror Match interessant war, weil Secret Mage tauchte so gut wie nie auf und wenn, dann hat der Hunter das, glaube ich, in der Luft zerrissen. So. Das heißt, Flair wird gegen den Hunter besser sein und gegen alles andere sollte Call Pet geringfügig besser sein, vor allem wenn wir tatsächlich den Control Hunter sehen. Man darf sich auch nicht unbedingt auf die 4 Mana festbeißen, weil gerade wenn man selten ein 4 Mana Plus Viech hat, heißt das, das nächste Wildtier ist kostenlos. Wenn es kommt. Ja. Und vielleicht noch. Ja, sag du erst. Und um halt Trump zu zitieren, der mal meinte, Draw One Card ist ihm 1,5 Mana wert. Dann haben wir 0,5 Mana, die auf diese kleine Upside entfallen und ich denke, das kann man durchgehen lassen. Ja, vielleicht noch über den Pick in der Arena. Ich glaube, in der Arena ist die Karte sogar besser als im Constructed, einfach aus dem Grund, weil man in der Arena wirklich als Hunter darauf zielt, ziemlich viele Beasts zu picken. Ich kann mir das nur so vorstellen, weil im Agro Hunter im Moment ist es wirklich so, dass kaum Beasts dabei sind. Da ist der Netzweber, da ist die Savanne Hochmähne, das war es dann auch schon fast wieder. Es ist einfach, in der Arena ist es durchschnittlicherweise so, dass man irgendwie mit, ich glaube, 5 bis 10 Wildtieren spielt, durchschnittlich. Ich denke mal, da ist die Karte sogar besser. Ja, also ich meine, klar, im Hunter-Deck hatte man ja noch den Hundemeister, den man meistens entweder auch das, wie ich gekriegt hat, was man durch den Tierbegleiter bekommen hat, oder eben auf das Wildtier, was man durch den Netzweber bekommen hat, gespielt hat. Aber diese beiden Karten, diese beiden Wildtiere, also das vom Netzweber und das von Tierbegleiter, die beiden existieren oder sind für Call Pet ja nicht relevant. Ja, und leider ist der Hundemeister ja auch kein Wildtier. Genau. Die nächste Karte, Metal Tooth Leaper. Könnte ich es übersetzen, wenn ich wüsste, was Leaper heißt. Metallzahn irgendwas Leaper jedenfalls. Leaper ist, glaube ich, Sprung. Leaper ist, glaube ich, Sprung.
Okay. 3 Mana, 3-3. Kampfschrei, der vermutlich allen anderen Mechs, so wie es formuliert ist, plus 2 Attack gibt. Ja, ich denke mal, das ist relativ schnell abgehandelt. 3 Mana, 3 Dreier sind solide Karten. Also ich rede jetzt von der Arena. 3 Mana, 3 Dreier sind solide Karten, die meistens irgendeine Upside haben. Man sieht Irven Ring Farseer, der schon zu den absolut geilen 3 Mana, 3 Dreier gehört. Aber selbst ein Eisenpelz Grizzly, der einfach nur 3 Mana, 3 Dreier Spott hat, wie wir wissen, Spott in der Arena interessiert keinen, wird teilweise gepickt. Und das hier ist eine Upside, die man durchaus, die sich durchaus sehen lassen kann, vor allem wenn man ein paar Mechs hat. Ja, auf jeden Fall. Das könnte der Beginn eines Mech-Hunters sein, vor allem mit dem ganzen neutralen Support. Ich hoffe nicht, weil das könnte in ein Agro-Deck führen und ich hasse Agro-Decks. Aber an sich ist die Karte in der Arena und im Constructed bestimmt ein ganz guter Pick. Vielleicht nämlich nicht im Control-Hunter, aber Agro-Hunter bestimmt. Ja, sind halt solide Werte. Wenn man halt noch mehr Mechs hat, dann ist es das auf jeden Fall worth. Nächste Karte. King of Beasts oder König der Wildtiere, was passenderweise ein Löwe ist. 5 Mana, 2-6, einmal Spott und halt noch den Kampfschrei, dass er plus einen Attack für jedes andere Wildtier bekommt. Ja, wie vorher schon erwähnt, geht man jetzt vielleicht wieder auf ein paar mehr Beasts im Hunter-Deck, Fragezeichen. Das ist ja auch das Beast, was ich vorher meinte, was man vielleicht jetzt wieder spielen wird, wodurch Call Pet nochmal besser wird, plus noch ein weiteres Beast, was noch später kommt. Überleg mal, du spielst ihn nach einem Lass die Hunde los. Klar, die kommen mit Lass die Hunde los, ist geil. Da kannst du durchaus mal einen 5 Mana 6-6er bekommen oder so. Ich würde sagen, die Karte ist solide in der Arena. Ja, gut. Average. In der Arena wahrscheinlich so im Schnitt 5 Mana 3-6 taunt. Aber im wird schwierig. Also, ich habe keine so hohe Meinung von der Karte, denn damit die Karte wirklich richtig gut ist, braucht man wirklich 3 Beasts auf dem Feld, damit sie diese Yeti-Stats, ich nenne sie jetzt einfach Yeti-Stats, auch wenn der Yeti nicht die Stats hat, von 5 Mana 5-6 hat. Damit die Karte okay ist, braucht man nur 2 Beasts für 5 Mana 4-6, das wäre dann ein Spineful Smith oder ein Druid of the Claw in Spottform oder so. Das wäre dann auch okay, aber ich glaube nicht, dass die Karte so viel Play erfahren wird. Ja, in der Arena müsstest du halt für Synergien gehen und wie man weiß, in der Arena darf man nicht auf Synergien achten. Aber wenn man viele Beasts in der Arena hat, kann man die Karte auch mal picken, ansonsten würde ich sagen, dass das keine gute Karte in der Arena ist. Man muss natürlich gucken, was die Alternativen sind. Also ja. Pick die Karte nicht über einen Azure Drake, das ist keine gute Idee. Ja. Nächste Karte, Steam Weedle Sniper, ist wieder eine, die ich aus sprachästhetischen Gründen nicht übersetze. 2 Mana, 2-3, sorgt dafür, dass die Heldenfähigkeit jetzt auch Minions targeten kann. Ist immer noch eine hunterspezifische Karte, also kann ziemlich biestig sein. Simpler Effekt und auch ziemlich simpel. Die Karte ist einfach nur unglaublich gut. 2 Mana 2-3 ist average, okay, ja, und aber dass sie... Die Heldenfähigkeit wird zu der vom Mage verdoppelt. Ja, genau, das ist auch noch, das ist ein wichtiger Aspekt, einfach, dass diese Heldenfähigkeit jetzt so viel stärker wird. Normalerweise sind Heldenfähigkeiten kostenineffizient. Jetzt ist es zumindest nur noch ein bisschen ineffizient, weil man für 2 Schaden normalerweise nur 1 Mana bezahlt, hier halt 2. Aber das ist voll in Ordnung, weil das war die Karte, die mich hoffen ließ, dass es jetzt einen Control Hunter geben wird. Und ich glaube immer noch fest daran. In der Arena ist die Karte natürlich absolut super. Man spielt sie in Runde 4, der Gegner hat vielleicht noch ein 3-2er auf dem Feld und man snipet ihn einfach mit der Heldenfähigkeit weg. Also um es mal kurz mit 2 Karten zu vergleichen, weil mir die jetzt gerade einfallen. Karte 1, Shadow Form, kostet 3 Mana und ist eine Priest-Karte, sorgt dafür, dass die Heldenfähigkeit vom Priest zu Deal 2 Damage macht. Also hat im Prinzip den gleichen Effekt wie der Sniper, solange er draußen liegt, aber kostet halt 3 Mana und du kriegst kein Viech dafür. Dafür bleibt die Heldenfähigkeit dann so, auch wenn einem das nicht immer unbedingt lieb ist, aber das ist ein anderes Thema. Der Sniper und die andere Karte, mit dem ich den Sniper vergleichen möchte, geht man mal pessimistisch davon aus, dass der direkt wieder stirbt, dann ist das im Prinzip ein besseres Sturmlanzenkommando. Sturmlanzenkommando 5 Mana 4-2 Deal 2 Damage, der Sniper 4 Mana 2-3 Deal 2 Damage.
Ich denke mal, das ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Nächste Karte, Feign Death oder Todstellen. Sorgt dafür, dass alle Todesröcheln-Effekte der eigenen Minions getriggert werden. Unglaublich, diese Karte, dass alle Death Rattles sofort getriggert werden. Und Die nicht ganzen verbraucht, würde ich Leute, mal sagen, weil die sterben ja nicht, wenn ich das die richtig ganzen, verstehe. genau, die ganzen Leute haben sich gedacht, boah, der Agro-Hunter, der gerade so in Mode ist, es gibt so viele Death Rattles, wenn die alle auf einmal getriggert werden, das wird so gut sein, aber nein, so gut ist das nicht. Ich meine, die Death Rattles, die es da gibt, sind gar nicht mal so stark. Ich meine, was ist der beste Fall? Du hast einen Lepra-Gnom auf dem Feld, einen Mad-Sweeper, von mir aus noch einen Mad-Scientist, dann kriegt man ein Geheimnis, man kriegt ein Random Beast auf die Hand und man fügt dem Gegner zwei Schaden zu, für Für zwei zwei Mana. Mana. Und das ist einer der besten Fälle. Normalerweise hat man vielleicht nur maximal zwei Todesröchelviecher auf dem Feld. So toll ist das nicht. Das ist nicht gut, um Pressure aufzubauen. Das ist nicht gut, um dem Gegner so viel zu schaden. Das ist in so einem Argo-Hunter-Deck eine verschwendete Karte. Im Control-Hunter-Deck ist das wieder was anderes. Man wird wahrscheinlich mit Karten wie Cairn oder Sylvanas spielen. Und wenn man mit Karten wie Sylvanas spielt, dann wird diese Karte richtig übel, weil man übernimmt quasi für zwei Mana ein zufälliges Minion vom Gegner. Wenn sowas aufgeht, dann das wird richtig heftig werden. Ich hoffe, der Control-Hunter wird einen Platz in der Meta haben. Ja, bestimmt. Ich werde mir auf jeden Fall ein Deck bauen. Ich werde jetzt nicht fertig damit kommen. Letzte Hunter-Karte, Legendary, ist Godzilla. Und wir sehen mal davon ab, dass Godzilla nicht das dreiköpfige Viech war. 7 Mana, 6, 9. Und jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, verdoppelt sich seine Angriffspunkte. What the fuck? Die Karte ist tatsächlich ziemlich insane. Eine weitere Karte für den Control Hunter. Also der Control Hunter wird dank dieser Karte wohl so bauen, dass er dich wegstallt. Und dann kommt irgendwann diese Karte, wird irgendwie zweimal gedamaged und haut dir mit dann 24 Attacken One-Turn-Kill rein. Oder so. Ja, What the das fuck? Lustige ist, es gab ja schon Versuche vorher mit dem Control Hunter. Das hat man dann mit Wild Pyromancer und Acolyte of Pain versucht. Mit Arcane Shot natürlich. Und das sind alles so Karten, die können Gar Thriller in einem Zug gleich mehrmals triggern. Auch der Steam Riddle Sniper ist dafür gedacht, weil du kannst ja auch deine eigenen Ja. Minions mit der Heldenfähigkeit targeten. Das Hatte der ist Mage auch häufig tatsächlich gemacht möglich. mit solchen Ja. Viechern. Genau, es ist tatsächlich möglich, im Effekt wirklich dreimal in einem Zug zu triggern und dann könnte es zu One-Turn-Kill führen. Natürlich ist das das Traum-Szenario, das wird nicht oft passieren. Ja, aber überleg mal, Aber trotzdem ist dreimal die Karte gut. triggern sorgt bereits für sage und schreibe 48 Angriffspunkte. Ja, genau. So soll ich mal geben. Das ist heftig. 48. Ein Viech. Das ist richtig heftig. Also, das Viech hier wird auf jeden Fall hochinteressant und ich denke mal, es wird auf jeden Fall in einem Control Hunter, wenn es denn dazu kommt, Play erfahren. Und noch ein Slight-Benefit ist einfach, die Karte auch noch ziemlich kosteneffizient ist. Man würde von einer 7-Mann-Karte mit 6 Angriff vielleicht 8 Leben erwarten. Es hat sogar 9. Es ist out of Big Game Hunter Range, das heißt, selbst wenn es gesilenced wird, die Stats sind okay. Kann man nichts machen. In der Arena ist die Karte auch ein ziemlich guter Pick. Ach ja, Feign Death ist natürlich in der Arena ein ziemlich schwacher Pick. Zum Mage. Da ist die erste Karte Snowchugger. Schneeläufer. Wurscht. 2 Mana, 2, 3, der jeden Charakter einfriert, der von ihm verletzt wurde. Kenne ich irgendwoher mit anderen Werten. Ja, es ist der andere Water Elemental. Und ich sag mal, 2 Mana, 2, 3 sind Stats, die man immer wieder nimmt. Hat die Upside, dass es noch ein Mech ist. In der Arena, tolle Karte. Im Constructed wird man die, glaube ich, nicht sehen. Ja, denke ich genauso. Upside Mac, das ist der kleine Bruder vom Water Alley. Ich glaube, die Karte ist nicht so gut, wie Leute denken, wie gut sie ist, weil die Karte stirbt halt ziemlich instant. Das heißt, die kann den Effekt nicht so oft einsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Karte über den Blutsumpf-Raptor in der Arena picken würde. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Darüber werde ich mir noch meine Meinung bilden. Nächste Karte, Flammenkanone. Ja, der Magier hat keinen Mana mehr und greift deswegen jetzt auf Maschinen zurück. Ste Zeit für die schlechten Wortwitze ist wann anders. Jetzt sind es für 2 Mana 4 Damage zu einem zufälligen gegnerischen Minion. Ja, die Frage ist es der bessere Frostbolt oder der schlechtere? Ich sage, it depends, weil es eben random Minion ist, Aber was hat man keinen Schaden mehr. aber hat einen Schaden mehr. Dafür freest es wiederum nicht und es kann nicht aufs Face gehen.
Also ich sage, ich glaube, also ich würde die Karte in der Arena auf jeden Fall picken. Ob ich sie über einen Frostborg picken würde, muss ich mir noch überlegen. Ich glaube aber nein. Bin auch ziemlich unentschlossen, ob ich die über den Frostbolt picken würde. Und ich würde auch sagen, dass ich glaube, ich den Frostbolt höher picken würde. Natürlich ist es als Mage sehr gut möglich, das Board so zu manipulieren, dass die 4 Damage wirklich auf das Minion gehen, worauf du wirklich möchtest, worauf der geht. Das ist schon möglich, aber auch nicht immer. Und da von uns dreien ich hier der angehende Jurist bin, würde ich mal sagen, dass ich den für Juristen typischen Satz sage: Es kommt drauf an. Ja. Nächste Karte, das instabile Portal. 2 Mana sorgt dafür, dass man einen zufälligen Minion auf die Hand bekommt, der 3 Mana weniger kostet. Wenn ich das richtig verstehe, muss das keiner aus dem Deck sein. Das ist einfach irgendeiner. Ja, so habe ich es auch verstanden. So à la Netzsäbel, nur halt nicht auf Wildtier spezifisch. Ja, es ist quasi, womit kann man das vergleichen? Wahrscheinlich mit Farsight vom Schamanen. Die Karte kostet 3 Mana, ziehe eine Karte und die Karte kostet dann 3 Mana weniger. Ich meine, Farsight hat den Vorteil, dass es eine Karte aus deinem Deck ist, die du wahrscheinlich dann noch gebrauchen kannst. Unstable Portal kann dir eine Karte bringen, die nicht so gut ist. Aber ich Aber glaube kann auch noch was trotzdem, richtig Übles dass. bringen. Genau, aber ich glaube trotzdem, dass die Karte doch ziemlich praktisch sein kann, vor allen Dingen, weil sie so maneffizient ist. In der Arena ist sie nochmal besser. Im Constructed wird sie, glaube ich, werden sie, glaube ich, nicht so viele Leute spielen. Aber Nee, im warum nicht? Constructed. Im Constructed nicht, weil es da einfach so viele Karten gibt, mit denen du nicht viel bis nichts anfangen kannst. Da ist einfach das Mana nicht wert. Aber in der Arena sofort gerne. Zum Beispiel diese eine Schurkenkarte, die dafür sorgt, dass du deine Waffe zerstörst. Ich weiß nicht, wie hier du meinst, oder? Okay, dein tödliches Gift. Ach so, okay, ja. Gleiches Problem. Das wäre kein. Halt irgendwas, was die Waffe targetet. Kann der Mage viel mit anfangen, ne? Ja, gut, aber das ist ein Minion, das du auf die Hand und kein Zauber. Ja, aber es gab auch eine Karte, die auf die eigene Waffe zieht. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber Fakt ist jedenfalls, die dann nie wirklich was bringt. Okay. Nächste Karte: Goblin Blutmagier. 4 Mana, 5-4. Kampfschrei: Wenn man einen Mech kontrolliert, dann kommen 4 Schaden, die zufällig auf gegnerische Charaktere verteilt werden, also quasi arkane Geschosse mit einem Schuss mehr. Ja, und da würde ich sagen, ist doch wunderbar. 4 Mana 5-4 sind allein schon Stats, die ich jederzeit nehmen würde. Und wenn man Mech kontrolliert, hat man noch diese zusätzlichen arkanen Geschosse. Damit lässt es sich tatsächlich gut vergleichen. Würde ich Es ist sagen. so, als ob man den Ork-Magier spielt und dann arkane Geschosse. Der hat einen Angriff weniger. Und Ja, man kostet so. einen Mana mehr. Ich vergleiche die Karte, glaube ich, ganz gerne mit dem Knife-Juggler. Nur, dass der Blast Mage ein bisschen größer ist. Und ja, du hast halt instant quasi 4 Messer, wenn du einen Mech hast. Und einen Mech hat man wohl im Constructed, wo man diese Karte picken wird. Und selbst in der Arena ist die Karte aufgrund der Stats ziemlich gut. Wenn man tatsächlich mal einen Mech haben sollte, ist die Karte einfach insane. Nebenbei entschuldige mich für meinen Übersetzungsfehler, ich habe mich verlesen. Die nächste Karte sieht wieder alles andere als magisch aus, ist der Soothspewer, den ich wieder aufgrund von Sprachästhetik nicht übersetzen werde. 3 Mana, 3-3, Zauberschaden plus 1. Wie vorher, schon gesagt, 3 Mana, 3 Dreier, davon erwarte ich, dass sie eine brauchbare Upside haben. Spell Damage plus 1 gehört nicht zu der Kategorie brauchbare Upside. Nicht ein Mage Deck. Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, dass die Karte im Constructed besser sein wird als in der Arena. Vielleicht spielen einige damit, weil es einfach ein Mech ist. Und außerdem hat der Mage, glaube ich, soweit ich weiß, kaum wirklich 3 Mana-Mobs, oder? Ne, hat er, glaube ich, nicht. Nur die Nee, Secrets eigentlich. ja, aber tatsächlich, ich glaube, der Zauberling hat auch 3 Mana, oder? Ne, der hat 2 Mana. Der Also könnte es tatsächlich sein, dass der Magier in Spell der Quirin Damage. Tor? Ja, stimmt, okay. Die ist noch da. Also es könnte tatsächlich sein, dass der Spell Damage into play kommt. Warum nicht? Ich glaube, in der Arena ist die Karte average und constructed. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Was wenn auf es ein jeden Mech ist, Fall fällt die Karte. den Mad Bomber neidisch macht, ist, wenn man den beschwört, dann den Blast Mage und dann arkane Geschosse hinterher ballert. Ja. Das wären einfach 8 Schaden, die random aufs Feld verteilt werden. Wobei, ne, der Mad Bomber-Effekt, der wird ja nicht vom Spell Damage verstärkt. Ja, der macht von vornherein schon 4. Ne, der Mad Bomber macht nur 3. Ich sagte, wo der Mad Bomber neidisch wird. So, ja, nee, du hast recht. Weil das Ding ein Mech ist. Deswegen Blast Weil das Mage. einfach totales Chaos auslösen würde. Das ist richtig. Nächste Karte: Wii Spellstopper. Leider nicht mit Doppel-I, sondern mit Doppel-E. Aber auf jeden Fall ein Zauberstopper. 4 Mana, 2-5. Nebenliegende. Also die Viecher, die daneben liegen, können dann nicht mehr von Zaubern oder
Heldenfähigkeiten getargetet werden. Also im Prinzip der Fairy Dragon Schrägstrich Dingsbums Effekt, genau. Haken, das ist kein Kampfschrei. Das heißt, das gilt, solange er auf dem Feld ist. Ja. Und 4 Mana 2,5 ist pretty unexciting. Ja, das ist nicht nur unexciting, das finde ich sogar ziemlich schlecht, muss ich sagen, weil man normalerweise müsste diese Karte bei den Stats 3,5 Mana kosten. Tut sie nicht, sie kostet ein halbes Mana mehr, was es quasi ein ganzes Mana mehr kosten lässt. Und diese Fähigkeit, die ist einfach... Ach, damit kann man nichts anfangen. Es kann manchmal ganz schön abfuckend für den Gegner sein, aber meistens ist es einfach nur 4 Mana, 2,5er und das ist nicht gut. Also ich glaube, der Magier ja nicht unbedingt für seine Armeen von Minions bekannt ist. Genau. Also ich glaube, im Constructed würde man es nicht spielen wollen und in der Arena einfach mattert dieser Effekt mit Khan Targeted noch weniger und ja. 4 Mana 2,5 ist einfach kacke. Nächste Karte, Echo of Medivh. Sorgt dafür, dass man eine Kopie jedes freundlichen, also verbündeten Minions auf die Hand bekommt. Also jeden Diener, den man auf dem Feld hat, gibt es nochmal auf die Hand. Ja, eine Karte, über die ziemlich viele Leute gesagt haben, oh, die ist ja sowas von OP. Ja, weil der Magier mit Horden von Minions spielt, ich sag's nochmal. Ja, aber vielleicht die guten Minions, die man auf die Hand kriegt, oh, man hat einen Kern auf dem Feld, einen Ragnaros, und die nimmt man sich dann alle wieder auf die Hand. Nee, das passiert erstens nicht, und zweitens ist die Karte viel zu teuer. Wir haben eine ähnliche Karte, nennt sich Duplicate, für nur 3 Mana. Man kriegt 2 Karten garantiert auf die Hand. Hier ist es noch nicht mal garantiert, die Karte ist viel zu situationsabhängig. In der Arena ist die Karte, wenn man ahead ist, ist die gut, dann hat man nämlich viele Minions. Wenn man nicht ahead ist, dann bringt die Karte einem nichts, wenn man nichts hat. Das heißt, es ist eine Win-More-Karte. Nicht gut. Oh, und Win-More-Karten sind kacke. In der Arena brauchst du Game-Changer. Genau. Letzte Karte ist der Flammenleviathan. 7 Mana, 7-7 und fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Also quasi wie Baron Geddon mit weniger Leben, mit dem Unterschied, dass die 2 Schaden dann passieren, wenn man ihn zieht. Was die Karte verdammt interessant macht, weil es das noch nie gab. Richtig. Das ist der erste Effekt, der direkt von der Hand kommt. Von Dienern. Zaubert sie immer direkt von der Hand, aber das ist hier. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich sag mal, 7 Mana 7-7 ist erstmal unexciting. Es ist gut, okay, aber unexciting. Die Frage ist, wie viel mattert jetzt dieses 2 Mana zu allen Charakteren? Dadurch kann halt sauber nach hinten losgehen, weil man es nicht kontrollieren kann. So, Darius? Ja, ich denke, die Karte ist vor allen Dingen für ein Control-Deck ziemlich gut gegen Agro, denn es ist egal, wie viel Mana diese Karte kostet. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit dem Warrior Baron Geddon gespielt habe, der hatte danach kein Feld mehr. Wenn ich dann danach noch irgendwie ein bisschen Leben übrig habe, habe ich das Spiel natürlich gewonnen. Und jetzt muss man den Flammenleviathan sogar nur ziehen. Man zieht den zu einem günstigen Zeitpunkt und klärt einfach mal das Feld. Überlebe, du hast du gegen dich. Natürlich kann die Karte losgehen. Ja, natürlich kann die Karte losgehen, aber das wird sie nicht, wenn man die in einem Control-Deck spielt. Dann hat man wahrscheinlich nur Minions mit viel Leben auf dem Feld. Die 2 Schaden auf alles kostet halt wirklich 0 Mana. Jetzt wollte ich mache mir nur ein bisschen mehr Sorgen für die Arena. Ich glaube, in der Arena ist die Karte mehr Average, vielleicht sogar noch nicht mehr so gut. Average. Wenn überhaupt. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz fragen. Wird dieser Effekt auch getriggert, wenn man sie auf der Starthand, die man wegmischen kann, zieht? Nee, das nicht. Wenn man sie auf der finalen Starthand, die man nicht mehr wegmischen kann, zieht, dann würde er wahrscheinlich sogar getriggert werden. Ich glaube, ja. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, obwohl die Karte natürlich in der Arena wieder Game Changer wäre. Wenn du behind bist, dann bringt dir das mehr, als wenn du ahead bist. Andererseits, wenn du ahead bist, kann es dir dein eigenes Spiel kosten. Ja, du ziehst die Karte in Runde 4 und die macht dir dein ganzes Feld kaputt, das du schon aufgebaut hast. Da ist sie, glaube ich, nicht so gut. Nee, würde ich nicht picken. Zu gefährlich. So, das wären jetzt die ersten 3 von insgesamt 9 Klassen. Nachher um 19.30 Uhr kommen 3 weitere Klassen und nächste Woche dann die restlichen 3 sowie die neutralen Karten. Deswegen wird diese nächste Woche kein Let's Duel kommen, aber wir wollten das hier möglichst schnell durchbekommen und deswegen hoffe ich einfach mal auf euer Verständnis. Sag, bis nachher. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.